Willkommen zurück zum WoW Loremaster. Beim letzten Mal haben wir, wir sind diese Straße hier gegangen und haben dann gesagt bekommen, ey, ne, wir haben hier ein paar Getriebene und ein paar defekte Arkanwächter und sammeln mal ein bisschen Zeug. Deswegen gehen wir auch voran und sammeln alles, was wir hier so finden können. Ne, wie zum Beispiel hier die Mana-Kristalle und sowas, die ja noch irgendwie gebrauchen können für Hasse nicht gesehen. Hier gibt es eine Arkan-Patrouille, die wird zum Beispiel schon erledigt von jemand anderem. Paladin, ja, was willst du da erwarten? Und wir gucken einfach mal, was wir hier sonst noch so finden können, während wir hier halt umherstreifen. Da ist zum Beispiel halt nochmal eine Kiste. Und ja, dann gucken wir mal, was die Getriebenen dann so von sich geben, wenn wir mal Getriebene hier finden. Ja, es hieß ja, der Weg ist ja so gefährlich, ja, dass die Kurier hier echt ein schweres Leben haben. Und, ja, nee, da haben wir einen Getriebenen. Hallo, guten Tag. Gehen Sie mal sterben. Am besten heute noch. Super, vielen Dank. So, haben wir ihn. Was hat er dabei? 2 Cooper. Cooper-Ware. So. Die Ruinen von Silbermond, die einst zerstört wurden von der legendären Geißel. Ja, ja, damals, Warcraft 3, du. Das waren noch Zeiten. Er hatte hier so eine gänzliche Schneiseil auch durch die Stadt gejagt. Und die halbe Stadt ist ja wieder aufgebaut worden. Die andere hilft halt noch nicht, weil wegen ist teuer und kostet Zeit. Ich frage mich also ein bisschen, ob sie jemals jetzt hier halt in WoW halt einmal sowieso Silbermond-Geisterland halt in die ganze Welt halt implementieren, was halt so eine Sache ist, ne? Weil derzeit ist das hier noch instanziert und nicht Teil der restlichen Welt. Das heißt, man kann hier halt nicht rumfliegen, wenn meine Erinnerung richtig ist. Also zumindest war es auf jeden Fall lange Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen mal geändert haben, ich glaube aber nicht. Und ob sie dann jemals halt auch so eine kleine Überarbeitung halt hier machen und sagen so, jo, Silbermond ist mal wieder aufgebaut worden und so. Ne, derzeit machen sie ja viel mit weiteren Überarbeitungen seitens keine Ahnung was. Ne, oder halt hier Silithus hier so und so eine Geschichten, dass er halt tatsächlich ein alternatives Silithus halt mit einbauen und so weiter. Und dass er irgendwo ein NPC und sagen kann, jo, wir machen mal hier das alte. Ne? Ich meine, das wäre schön, dann siehst du halt so ein bisschen, wie sich halt auch die Welt halt entwickelt. Es ist natürlich halt auch Entwicklungszeit, die dann halt mit reinfließt, ne? Und sowas darf man halt auch immer nicht unterschätzen. Ja, viele Spieler denken ja auch immer so, ja, was macht Blizzard denn den ganzen Tag? Da arbeiten ja nur Praktikanten und bla und bliblablub. Ja, ihr glaubt nicht, was das für Zeit kosten kann. So, die instabilen Mana-Kristalle haben wir, das heißt, wir müssen keine Kisten mehr sammeln. Der ist ja schon mal schön. Ich muss euch gar nicht töten, ne? Habe ich irgendeine Quest nicht angenommen? Irgendwie hatte ich im Sinn, da ist eine Quest. Ach nee, die droppen auch die instabilen Mana-Kristalle, ne? Ich bin mir unsicher. Ja, müssen wir hier noch Taelis umhauen. Guten Tag. Das ist nicht Taelis. Aber Taelis steht da hinten. Sehen doch alle gleich aus. So, ich bin hier, um euch zu töten. Um euch von eurem Leid zu erlösen. So, da ist er, der Mana-Durstige. Guten Tag, Taelis. Der hat einen Stab, der Penner. Der gibt mir einen Stab in Nahkampf. Kann ich auch. Komm. Aha. So. Hat sie jetzt nicht gemacht. Die ist nicht in den Nahkampf gegangen. Okay. Machen das die Caster gar nicht mehr, dass sie mit dem Stab angreifen können? Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir Level Up. Das ist grundsätzlich schon mal nicht so verkehrt. Was wir jetzt noch brauchen, sind Arkankerne von den Arkan-Patrouillen. Schön, dass wir darüber redet. Für Recht und Ordnung.
Ja, du siehst nicht recht aus und ich glaube, Ordnung stellt es auch nicht mehr her. So, Arkankern, wuppdidu-didu. Dann haben wir ja nicht ganz so viel, was wir angucken können, ne? Hier gibt es noch ein paar Bücher und sowas. Keins davon kann ich anlesen hier. Anlesen vor allem, ne? Guten Deutsch. Ich bin halt so ein Anleser. Wer kennt es nicht? So. Haben wir dich. Hier ist auch kein Buch zum Lesen. Kommt alles noch. Und die Bücher geben halt auch sehr, sehr grobe Hintergrundinfos über das, was halt sonst so passiert ist. Weil die Bücher sind jetzt nicht sonderlich lang. Die haben halt, keine Ahnung, vielleicht mal 6 Seiten oder sowas. Aber wenn wir welche finden, du, dann lesen wir die auf jeden Fall. Ne, gibt ja einige. Da muss man sich teilweise wirklich auch gut umgucken. Wir können ja hier nochmal reingehen in das Gebäude. Auch wenn wir dann gleich mit der Quest schon fertig sein sollten. Aber man kann ja mal gucken. Ich habe ja gesagt, ne, wir können uns ja hier Zeit nehmen. Machen wir auch. Deswegen einfach mal gucken. Gucken kostet nichts. Zepnik, erledige diesen Beppo. Also hier ist nichts. Aber vielleicht oben. Man muss ja mal gucken. Aber auch hier ist tatsächlich nicht ganz so viel. Okay, dann gehe ich wieder. Arbeit ist verbracht. Na, hast du auch schön gemacht, Zepnik. Mein kleiner Dämon. Mein Dämon ist mein bester Freund. Weil ich sonst keine Freunde habe. So. Und da hinten ist noch eine Arkanwache, die wir auch mal eben schnell von ihrer defekten Art reinigen werden. Wer bist du denn? Ein rubinroter Schössling. Aber dich habe ich schon. Verdammt. Und da. Okay, habe ich Kampfrost hier mit ihr jetzt hier schon gelernt gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja. Ich glaube, sonst würde mir das auch nicht so angezeigt werden. Ne? So. Alles klar. So, dann gehen wir mal, ne? Wohlan denn? Fern von diesem Ort hier. Hier haben wir noch eine Statue. Steht da irgendwas Besonderes dran? Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist einfach nur eine Statue einer... Na gut, es ist eine Nachtelfe, ne? Ist keine Blutelfe, oder? Soll vielleicht eine Blutelfe darstellen, sieht für mich aber halt eigentlich fast eher aus wie eine Nachtelfe. Ich bin mir da auch ein bisschen unsicher. Auf jeden Fall 11. Kein 12. Das wüsste ich. Das würde ich sofort erkennen. Bist du? Ein 110er Tauchendruide. Ach. Der macht hier so einen tollen Beppo-Kampf hier. Ich finde ja schön, dass man das inzwischen halt sehen kann, was die halt hier so machen. So Haustierkampfmäßig und so. Das war ja früher, ganz früher, als das mit dem Mob eingefügt wurde, noch nicht ganz so der Fall. Standen die halt einfach nur wild in der Gegend rum. Ganz früher noch konntest du die halt einfach per PvP dann währenddessen auch noch töten. Das war total toll. Mhm. Ja, hat Kampfhaustiere ganz viel Spaß gemacht. Inzwischen kann man denen so zugucken, wie sie halt da kämpfen und so. Das finde ich nett. Es ist halt nett. Ne? Kann man mal machen. Eine Kröte. Verschwinde aus meinem Leben. Ich mache keinen Schaden. Dagger. Es war ein schneller und grausamer Tod. Ist so. So, dann geben wir mal die 100.000 Millionen Röpfzig, Klammern 3, Quests ab. So, hallo, Magister Jaronis, ich bin wieder da. Das ist euer Begehr. Wow, Suche nach Arkankerl, erfolgreich, Nerania. Jupp. Ihr habt euch gut geschlagen, Nerania. Solange die Arkansankten nicht vollständig einsatzbereit sind, werden sich diese Kraftkerne als sehr nützlich erweisen. Ja, vielen Dank. Und ich kriege einen Seinruf. Es freut mich, dass ihr euch zumindest in gewissen Hinsichten als fähig erweist, Nerania. Ich gebe euch eine weitere Aufgabe, da ihr so begierig scheint, euch beweisen zu wollen.
Dies ist ein Brief für Leibewahrer Kaidanes, der Arkanist, der für die Aufrechterhaltung des Sanktums des Nordens verantwortlich ist. Geht vom Falkenplatz Richtung Südwesten und ihr werdet ihn finden. Er ist eine sehr wichtige Persönlichkeit. Ich hoffe also, dass ihr ihn nicht mit zu belanglosem Geschwätz belästigt. Ich schwätze sowieso nicht. Bleibt wach. Ich bin jetzt Player. Gut. Dann hier Unteroffizier Kanrin. Bei ihm müssen wir, glaube ich, hier abgeben, das, was wir auf dem schwarzen Brett gefunden haben, ne? Anadia Schola. Ihr habt da was, was ihr mir zeigen wollt? Ich habe hier so einen Kopf in meiner Hand. Dieser Lunken, Taelis, hat endlich sein gerechtes Schicksal ereilt. Gute Arbeit, Nerania. Damit sollten wir einige Zeit lang Ruhe vor den Getriebenen haben. Nein, ich bin mir unsicher. Da hinten schreit eine Waldläuferin, die Untoten kommen. Wahrscheinlich da auf der Todesschneise hier. Die werden vorübergehen. Habt ihr die gestohlenen Kristalle gefunden? Jupp. Hervorragende Arbeit, Rania. Jupp. Abgesehen von der konstanten Bedrohung durch die Getriebenen befasse ich mich auch mit den zahlreichen Berichten über angebliche Nachtelfensichtungen. Obwohl viele dieser Sichtungen frei erfunden sind, gibt es doch einen Vorfall, der weiterer Untersuchung bedarf. Das Sanktum des Westens, eine unserer primitiven Energiequellen, hatte eine massive Fehlfunktion und Gerüchte, eine darnassische Sabotageaktion sei der Grund dafür, machen die Runde. Begebt euch dorthin und kümmert euch um jeden, der verdächtig aussieht. Meldet euch bei Leibewahrerin Velania, die überwacht das Sanktum. Alles klar, ich gehe da mal. So, wir haben einmal eine Robe gekriegt. Die ist auch minimal besser als die wir haben. Und den Rest, den können wir mal verkaufen hier. Bei Herrn Slayen. Ja, du wirst siegen am Arsch. Aber nicht an meinem. Gesprungener Kraftkern. Benutzen, setzen. 30 Sekunden lang Zauber macht. Ja, komm, weg damit. Die Gerechtigkeit. Zum Bullshit, was soll ich damit? Auf dem Level ein Zauber macht irgendwann wegen. Weil ich es kann oder was? Nee. Ich kann schon das Sanktum sehen. Solche Dinge hat man früher in Warcraft 3 gebaut. Für, ich glaube, Hohepriester, Magierin, irgendwie sowas. Bei den Menschen. Ein Drachenfalke. So ein Ding hatte ich mal lange Zeit als Jäger. Als Blutelfenjäger. Ich hatte erst hier so ein Boltedachs, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hier so ein Rotfuchs. Und dann habe ich mir hier so einen Drachenfalken geholt. Bei wegen Blutelfenjäger. Ich finde die ganz nett. Guten Tag, Leibewahrer Kaidanes. Ich soll euch einen Brief überbringen. Ja, Ex-Meisterin. Ihr Brief. Vielen Dank, Nerania. Ich habe diesen Brief bereits erwartet. Da ihr schon mal hier seid, Nerania, habe ich eine Bitte an euch. Leibewahrerin Velanias Lehrling kam vorhin vorbei und bat um Unterstützung beim Sanktum des Westens. Kam es offenbar zu einem Zwischenfall. Ich bin gerade zu sehr mit der Unterhaltung unserer Zwergengäste beschäftigt. Vielleicht könnt ihr ja aushelfen. Ihr findet das Sanktum des Westens südwestlich von hier. Ja, da muss ich ja eh hin, ne? Und du bist Ausgrabungsleiter am Bossel. Ich bin ganz Ohr. Was tat ihr so, Mädel? Noch nie einen Zwerg gesehen? Macht euch besser auf den Weg, bevor es hier Ärger gibt. Okay. Kommt mit euch. Was haben wir denn noch hier drin? Nix. Ja, nix. Überhaupt und ja, nicht. Und da hier noch so einen kleinen Seelenkristall, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So. Gut, dann gehen wir mal zum Sanktum des Westens. Bei wegen, ne, was muss, das muss. Wird schon. Was kann das schon für ein toller Zwischenfall sein? Ich habe keine Ahnung. Aber wir gucken uns das natürlich etwas genauer an. Wenn wir mal irgendwann da sind. Ist es noch weit? Ist es noch weit? Ist es noch weit? Ja, es ist verdammt weit. Naja, was soll's. So, irgendwas war auch irgendwann mal hier unter der Brücke. Kann auch Questgegenstand sein für irgendeine Quest.
Oh nein, sind meine Schuhe nass. Oh nein. Okay. Ich finde das schön, ne, wenn da halt wirklich hier so ranzoomst und sowas. Alles wirkt halt wirklich sehr, sehr groß. Wenn du halt sonst, wie ich halt sonst auch spiele, halt einfach sehr, sehr weit rauszoomst. Sehr, sehr weit. Dann kriegt es einfach halt auch die Wirkung nicht mehr, ne? Und wenn du halt rangezoomt dran spielst, ne? Es wirkt halt größer, als es ist. Oder halt, na gut, es ist groß. Aber das ist eine andere Geschichte. Leibewahrerin Velania, ich sollte zu euch gelangen. Ehre den Sindorei. Ich habe hier genau eine Aufgabe. Sicherzustellen, dass beim Westsanktum alles glatt läuft. Bitte entschuldigt mein Temperament. Aber wie ihr sehen könnt, ist die Situation hier etwas außer Kontrolle. Ja. Da ist ein Grashalm umgeknickt. Ich bin hier wegen dem Zwischenfall beim Sanktum des Westens. Seht euch um. Hier stimmt so einiges nicht. Beim Sanktum des Westens kam es zu einem schweren Zwischenfall. Lasst uns alles Erdenkliche tun, um Schlimmeres zu verhindern. Okay. Es wurde Zeit, dass dieser Schwachkopf Kaidanis endlich jemanden hierher gesandt hat. Ich habe davor gewarnt, die Ladung beim Sanktum des Westens zu erhöhen. Jetzt ist einer unserer Energiewandler zerstört und der Arkangespenster strömt aus dem Sanktum. Ihr müsst euch um diese Kreaturen kümmern, bevor wir überhaupt jemanden für die Reparaturarbeiten hineinlassen können. Beeilt euch! Okay. Bewahrt euren Stolz. So, ah, jetzt sehe ich, was hier alles verkehrt ist. Alles klar. Guten Tag. So, einen davon haben wir schon. Brauchen aber auch noch Gespenster und nicht nur Pirscher. Aber auch das kriegen wir noch hin. Ne? Ich bin ja hier, um sie alle zu töten. Alle. Bis auf den letzten. So. Liegt hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, nein. Glauben ist nicht wissen, weiß ich selber. Da ist eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Gibt es einen Heiltrank? Geil. Und halt Zeug. Leinstoff. Das ist halt für Menschen, die versuchen, mit Leinstoff viel Gold zu machen. In Klammern, das klappt schon. Man braucht nur verdammt viel. So. Ist doch alles okay hier. Ist doch niemand da. Wer bist du denn? Besiegte Eindringlinge, dynastische Eindringlinge. Das ist das, was wir tun sollten. Die Nachtelfen sind tatsächlich hier. Guten Tag. Die Karawane da. Irgendwie, nein, nicht Karawane, aber halt auf jeden Fall. Welche Ladungen wir fallen haben. So. Level up. Belastende Dokumente. Gucken wir uns doch die belastenden Dokumente nochmal etwas genauer an. Da. Die Dokumente enthalten detaillierte Karten von strategisch wichtigen Gebäuden im Immersangwald. Ihr entdeckt auch die ausführliche Darstellung eines Arkan-Sanktums. Überall finden sich Randnotizen in einer euch unbekannten Sprache. Da ihr diese Dokumente bei einem dynastischen Spion gefunden habt, solltet ihr sie besser zum Hauptmann der Wache bringen. Eldon Sonnenmal. Okay. Machen wir. Aber erstmal muss ich hier nur ein paar Geister töten, ne? Weil die töten ja so viel Geister, dass du schon gar keine Geister mehr töten kannst. Da ist mal unser erstes Gespenst hier. So viel zum Thema, hier ist totales Chaos ausgebrochen. Hier ist auch, ne, die Lage. Lage ist hier doch safe. Wir räumen hier nur den Rest auf. So gefühlt. So. Aber das kriegen wir auch noch hin. Einmal Pestilenz da, einmal Pestilenz da. Oder Verderbnis ist ja, ne? Ja. Ah, kriegen wir alles hin. Sehr schön. So, noch mehr von dem Zeug. Da ist noch einer. Zack. Einfach mal anverderben. Und dann noch einer. Zack. Und Zepnik tötet die dann schon. Das Mana-Gespenst zerbirst und überschüttet die Umgebung mit Arkanenüberschuss. Das ist doch grundsätzlich nicht verkehrt. Sauge ich dann auf.
So, da ist noch ein Gespenst. Ich muss näher ran. Da oben ist noch ein Gespenst. Ich bin auf der Reichweite. So, haben wir's. Eins brauchen wir da noch. Ich brauche ein Ziel. Mhm. Du brauchst ein Ziel. Dann hol dir eins. Im Ernst, wo ist denn jetzt hier noch so ein Gespenst? Ich habe keine Ahnung. Da. Das letzte, das wir brauchen. So, sehr schön. Okay. Dann geben wir die Quest jetzt noch ab und dann haben wir das soweit dann hier erledigt. Und dann gucken wir mal, für wen oder was die belastenden Dokumente dann im Endeffekt dann sind. Wen sie belasten und so. Hallo, Leibewahrerin Velania. Ich habe mich um euer Problem gekümmert. Hier, das hier. Danke, Nerania. Jetzt, wo wir die Gespenster unter Kontrolle haben, können wir das Ganze von jemandem begutachten lassen. Hoffentlich handelt es sich nicht um bleibende Schäden. Das hoffe ich auch. Ich krieg einen Spazierstock von dir. Das ist ja super. Weißt du, ich bin Hexmeisterin, ich krieg einen Spazierstock. Toll. Nachthelfen? Hier? Diese Ratten. Glaubt ihr, es besteht irgendeine Verbindung zu der Fehlfunktion in meinem Sanktum? Falls ihr irgendwelche Informationen habt, bringt ihr sie besser umgehend zu Hauptmann Sonnenmal. Ja, machen wir. Umgehend in der nächsten Folge. Ich lege jetzt hier noch meinen Stab an, meinen Spazierstock. Wuppti-dudidu. Und dann... Gutes Mist. Ja, dann gehen wir halt umgehend in der nächsten Folge dann zu Hauptmann Sonnenmal und überbringen ihm dann die belastenden Dokumente. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge vom WoW Loremaster. Bis denne.